Also, liebe Leute, guten Abend. Wir sind zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur. Also die berühmte 10 Tage des Rückkehr. Okay, ich wollte heute, ich habe schon geredet mal, aber ich glaube 3, 4 Jahre vor über diese Gebet. Gibt es ein Gebet, das sehr, sehr interessant die jüdische Glauben vorgestellt und veröffentlicht. Und dieses Gebet heißt Unetane Tokef. Er wurde natürlich in Deutschland, das heißt im damalige Deutschland, geschrieben im rund 12. Jahrhundert. Okay, es ist eine scharfe und schwere Geschichte, das treu übermittelt für uns damaliges Leben. Nicht Lebensstil, sondern Lebensrealität. Sehr, sehr harte und unglaubliche Leben, das unsere Vorfahren hatten. Wir reden über die runde zweite Kreuzzug, ja? Also nicht erste, aber zweite. Und dieses Gebet wurde im Worms geschrieben. Kennen Sie Worms? War dort mal ein Rabbiner. Und noch mehr. Ich war Wanderrabbiner, Landesrabbiner für ganz Rheinland-Pfalz. Und noch mehr, ich war auch Rabbiner für Mainz zuständig, gleichzeitig. Muss man verstehen, dass damals Worms und Mainz auf ein christliches Leben, auch im jüdischen Leben, sie wurden starke Konkurrenten. Wie zum Beispiel heute, weiß nicht was. München und Berlin, Berlin und Frankfurt, etwa so. Nur nehmen Sie, dass die beiden Städte nicht so weit fern werden voneinander. Das sind rund 80 Kilometer auf Main. Ja, und wir kennen uns, dass es war mal sehr, sehr wichtige christliche Stadt, ja, aber heutzutage ist es nicht so wichtig. Ja, das ist genau Worms für heute. Mainz irgendwie bis heute ein bisschen wichtig christlich. Wissen Sie warum? Dort sitzt Kardinal. Dort sitzt die Christ Nummer 1, katholisch mindestens, in Deutschland. Er heißt heute Kardinal Marx. Er kennt ihn persönlich. Marx nach dem Namen. Können Sie vermuten, wer kommt, der Mensch? Ja, der ist aber doch Kardinal von München. Jetzt, da ist ja der Marx, zumindest im Moment. Ne, Kardinal, es ist eine. Hallo, hallo, Natalia. Hallo. Kardinal gibt es eine für ganz im Land. Er ist die Haupt, er ist der Boss von katholischer Kirche, außerhalb gewisse Städte wie Rom, Madrid, Neapel. Ja, aber prinzipiell Kardinal gibt es einen für einen im Land. Ja? So ist es in Südamerika, in Afrika, auch in Deutschland so. In Deutschland gibt es keine zwei Kardinale gleichzeitig. Es ist Oberrabbinum sozusagen. Na, also ich weiß, dass es in Mainz gibt einen Kardinal, es gibt in München Kardinäle, also Kardinäle gibt es mehrere, aber es gibt eine Bischofskonferenz und die haben einen Vorsitzenden. Aber wer das gerade ist, das weiß ich Ja, nicht. aber die Zentrum von katholischer Kirche, es ist in Mainz, nicht in München. Ja, das ist richtig. Katholische Kirche Deutschlands. Ja. Okay. Also nach dem Namen, dieser Kardinal kommt aus Trier. Ich garantiere euch. Ich war dort auch Rabbiner in Trier. Und Marx, die Karl Marx, ja. Dort ist es die Nachname auch von Juden, auch von Nichtjuden. Also es ist eine sehr, sehr bekannte Name dort in Trier-Umgebung. Im Kurz, ich kenne. Er war noch Bischof damals im Trier und dann nach Kardinal Lehmann, er bekommt den Kardinal Marx. Es ist lustig, jetzt über diese Geschichte, das lernen wir, dass die Juden wurden stark verfolgt von katholischen Kirchen. Es war keine andere damals, es war nur das, war dann christliche Kirche. Ja? Aber heute ist es anderes.
Heute, als ich war Rabbiner in Mainz, dann, wir hatten dort bis heute, gibt es eine Gemeindezeitung, einmal im der, einmal im Quartal rausgegeben. Und dort zum Rosh Hashanah, Kardinal Marx hat uns die Juden begrüßt. Es ist in Hinsicht und Perspektive zum 800 Jahre vor, es ist sehr, sehr paradoxal. Ja, und interessant. Wir lernen jetzt die Geschichte über diese Gebet. Im Kurz, okay, ich zeige euch, was steht im Wikipedia auf Deutsch und Englisch über diese Gebet. Ja, und auf Englisch steht mehrere Info. Ja, auf Deutsch ist nur Übersetzung von einem Absatz. Also ich nehme eure Computer zu mich, ja? Okay. Dann. Wie macht man dann so? Ein Moment. Ja. So. Jetzt, wir sehen uns, dass dieser Name, es ist auf Hebräisch, Netanetokef, ja, und wir wollen die Macht, die Heiligkeit des Tages schildern oder spiegeln oder mitzuteilen. Das ist die erste zwei Wörter von diesem Gebet. Also auf Hebräisch, es ist vielmal die erste Worte von gewissen Text. Sie bekommen einen Titel sein. Kennen Sie? Immer zweite macht zweimal raus, ne? Das steht Ja. mir packen. Jemand spricht im Hintergrund. Ja, mal erst drauf. Da war eine Runde zusammen. Oh. Vielleicht die Katze spricht. Also, das kennen Sie euch zum Beispiel mit den Namen vom fünf Mosesbüchern, richtig? Oder? Wenn es geht, Bereshit, am Anfang, ja, oder Shmot, Exodus und so weiter, ja, also die erste Wort oder die erste Phrase auch genutzt wird als eine Titel zum ganzen Werk, ganzen Buch. Das kennen wir, oder? Ja. Also, und das ist die erste zwei Worte von diesem Text. Okay, jetzt über die Geschichte. Über die Geschichte. Geschichte ist ganz schwer. Okay, auf Deutsch. Wir haben keine Historie. Okay, ein bisschen. Rabbi Amnons von Mainz. Okay. Okay, gehen wir zum englischen Text. Hier steht mehr. Okay. Es steht Folgendes, dass es wurde gefunden. Wurde gefunden im Mittelalter Bücher, dass diese Gebet, die Geschichte folgendes: Im Worms war eine sehr, sehr berühmte Rabbi Amnon, so ist sein Name, und er ist der Autor von diesem Text, diesem Gebet. Er war kein Gemeinderabbiner, aber er war sehr prominenter Rabbiner. Wie kann man diese Paradox erledigen? Damals fast jeder Jude dann in damaliger Realität in Deutschland war ein Rabbiner. Diese Gemeinde wurden sehr, sehr klein. Zum Beispiel werden über die damalige Gemeinde in Worms maximal 400 Menschen, inklusive Frauen und Kinder. Und doch diese drei Gemeinden, Mainz, Worms und Speyer, kennen Sie diese nicht heilige Dreieck? Sie wurden damals am 1. und 2. Kreuzzugzeit, sie wurden die Hauptstädte von jüdischer Welt, im ganzen Welt. Muss man das verstehen? Wollen Sie einen Nachweis? Bitte schon. Der berühmte Verbot, es war eine theoretische Möglichkeit im Judentum. Ein Mann, zwei Frauen. Ja, mit zweiter Frau verheiratet.
Im Islam ist es bis heute mit 4 Frauen ganz legal. Im Judentum, das war nur theoretisch, aber doch, es wäre möglich. Diese Situation würde juristisch, innerjüdische Gesetz würde beendet in Mainz am 10. Jahrhundert. Okay, das heißt, die Rabbiner von Mainz, die berühmte Rabbi Gershom, die Licht der Diaspora, das ist seine Spitzname, ja, damals. Er hat geschrieben viele, viele Dekrete, viele, viele Gesetze. Die wurden akzeptieren auf ganzer jüdischen Welt. Okay? Also nicht die Juden in Spanien, nicht die Juden in Babylonien, ja, nicht die Juden in ich weiß nicht wo. Genau in Deutschland, diese 3 kleine Gemeinden, Mainz, Worms und Speyer, sie wurden tatsächlich nicht de jure, de facto, die Hauptstädte der jüdischen Welt. Und sie sind auf Hebräisch bekannt, diese 3 Gemeinden, als Kilot Shum, Shum-Gemeinden. Es ist eine Abbreviatur, ja. Shum, Speyer, Worms, das ist U, Vav, und Mem, es ist Mainz, ja. Also Shum auf Hebräisch, es ist, wissen Sie was, wenn Sie lernen Hebräisch, Eva? Was ist Schum auf Hebräisch? No. Ja, was die Deutschen mögen nicht zu essen. No. Nicht Lauch. Moment. Knoblauch. Schon ist es Knoblauch auf Hebräisch. Okay? Also sogenannte Knoblauchgemeinden. Okay? Das ist nur als eine bekannte Name. Im Kurz, und warum diese 3 Gemeinden wurden so stark? Weil sie wurden klein, aber sehr, sehr geistlich sozusagen. Dort waren viele Rabbiner, Autoren. Ja, also sie haben geprägt die europäische Judentum, nicht wenige. Ja. Und der eine Teil von diesem Einfluss und starker Einfluss, das ist dieses Gebet, der bekommt einen ikonischen Text für Judentum und für uns europäische Juden, das ist vielleicht der höchste und heilige Moment. Die Rosh Hashanah, Neues Jahr und Yom Kippur, Tag der Versöhnung. Dass dieses Gebet, er ist nur 3 Mal rausgesagt. Und das ist der Moment. Also dieser Rabbi Amnon war reich, sehr berühmter Rabbiner und sehr, sehr bekannt. Ja. Er wurde wieder in Mainz gelebt. Und dann es steht eine starke Wort auf Hebräisch, ein negatives Wort, sagen wir ein Feind. Die Meinung ist auf damalige Kardinal, ja, der Haupt von katholischer Kirche in Mainz. Er wollte ihn zum Christentum konvertieren, klar, oder? Normale Realität damals. Und so waren Jahre nach Jahre nach Jahre und er hat immer das annulliert. Rabbi Amnon, lassen Sie mich in Ruhe. Ich mache das nicht, ich bleibe Jude. Und einmal, einen Tag, er hat Fehler gemacht. Nur um Ruhe für sich beten, sagt Rabbi Amnon, okay, lassen Sie mich in Ruhe, geben mich 3 Tage zum Nachdenken. Das war keine katastrophale Fehler. Das heißt, kann man verstehen, tatsächlich, dass er es irgendwie einverstanden mit diesem Vorschlag zum Christentum konvertieren sich, oder?
Verstehen Sie die Probleme? Wenn wer weiter sagt, nein, 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 muss man einfach nein sagen. Dann ist es alles klar. Wenn geben Sie mich nachdenken, gibt es eine, mindestens theoretisch oder auch mehrere von theoretisch, eine Möglichkeit, dass doch ich akzeptiere einen Vorschlag. So sieht es aus. So tickt unsere menschliche Logik. Und dann hat er verstanden, was er getan, welche Fehler hat er gemacht, wollte nicht essen, nicht trinken, war 3 Tage im Fasten. Heute, wir sind Fasten, ein Tag, 24 Stunden Yom Kippur. Er hat 27 Stunden einen Fasten gehabt. Ja, wegen dieser Fehler. Und doch, seine Idee war, wie konnte ich bezweifeln den lebendigen Gott und sogar sagen, geben Sie mich nachdenken. Es ist kein Platz zum Nachdenken. Okay, nach 3 Tagen, er wurde gefragt, nun, was ist passiert? Du hast gesagt, 3 Tage. Hast du Nachdenken? Die Meinung, hast du dann verstanden? Konvertieren sich? Und er wollte nicht zum diese Kardinal Mainz, zu meinem Termin ein Treffen gehen. Und dann, die Kardinal hat geschickt wichtige und mehr wichtige und noch wichtige Leute. Und er wollte nicht gehen. Am Ende, er wurde mit Gewalt, mit Polizisten mitgebracht. Okay, damals, das wurden Soldaten. Damals, das war keine Polizei. Die Soldaten waren auch äußere Verteidigung, auch innere Ordnung. Ja, kennen Sie? Damalige Zeiten. Die Soldaten waren für alles zuständig. Gut. Und dann, der Kardinal hat sehr, sehr hart und schwer mit Rabbi Amnon gesprochen und sagte ihm: Nun hast du Gedanken gemacht, bist du verstanden? Warum hast du nicht rechtzeitig zu mir gekommen? Und dann sagte Rabbi Amnon: Ich habe mich gerichtet, ich habe einen Fehler getan. Und meine Zunge, die hat nicht Wahrheit gesagt, muss man rausgenommen. Das war sein eigener Vorschlag, seine eigene Folge, eigene Urteil. Muss man verstehen, für uns, es klingt wie verrückt, ja. Aber Sie sollen verstehen, damals im Mittelalter, es war ganz akzeptable Strafe. Die Leute wurden mit körperlichen Verletzungen jeden Tag bestraft sind. Okay? Also raus nehmen die Zunge, das war eine Art von dieser Strafen. Und dann sagte der Kardinal, nein, 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 die Zunge hat gut gesprochen. Er hat verstanden, er doch konnte eine Möglichkeit zum Konvertieren gelassen. Aber die Füße, die haben nicht rechtzeitig zu mir gekommen sind, ich bestrafe. Und ich wurde verkürze deine Füße und deine Hände. So war das Urteil vom Kardinal. Nämlich, er wurde die Finger abgeschnitten. Finger nach Finger. Ohne Narkose. Und nach jedem Finger, er wurde gefragt, nun, hast du verstanden? Zum Christum konvertieren. Und er sagte nein. Und so wurde er alle 20 Finger, Füße und Hände verletzt und er bekommt tatsächlich Invalid. Er hat sehr, sehr, wir vermuten heute, er hat erlitten schwierige, was ist passiert, wenn zum Blut kommen die fremde Körper, ja, das eine, und dann stirbt man mit sehr, sehr schwerer, ja, Blutvergiftung, oder? genau, Blutvergiftung, genau, weil damalige Hygiene, Standarden und Sanitäre, das war einig für Christen und Juden. Nach
unseres Lebens, das war keine Hygiene, keine Sanitäre, auf hier keinen Fall. Also, und dann spricht dem Buch, so hat er bestätigt seinen Namen Amnon, weil auf Hebräisch Amnon, es ist die Wurzel Aleph Memnun, Emunah, die Glauben. Er hat geglaubt in meinem Gott. Weil nur wegen einem Wort, einem Satz, der hat nicht vorsichtig, hat rausgenommen von seinem Mund. Und dann kommt Rosh Hashanah. Und dann, er hat schon geleidet viel von dieser Blutvergiftung, aber er wurde gelassen auf einem großen Schild und hat letzte Bitte sich zum Synagoge mitgetragen worden. Diese Synagoge, nicht heutzutage in Mainz, die Synagoge ist eine neue, war in meiner Zeit eingeweiht. Diese Synagoge wurde am dritten Kreuzzug komplett gebrannt, mit Juden drin. Aber wir sind eine gute 100 Jahre vor. Und dann, er hat auch gesagt und geboten von seiner Familie, auch seine 20 Pfennige neben ihm auf dem Schild lassen. Und dann, als kommt Musaf, es ist der zweite Teil von dem Gebet, er hat gestoppt dem Kantor, hat aufgehebt seine Hand ohne Finger und bittet eine Möglichkeit zum Reden. Er wollte dem Gottes Name heiligen. Und dann hat er gesagt, diesem Gebet, diesem Text, nicht auf sich selbst. Dem Wort Ich überhaupt steht nicht drin. Wir sehen bald. Als er hat diesem Gebet, diesem Text gesagt, völlig, auf englische Version steht, es ist vier Absätze, in diesem Gebet kann man unterschiedlich das ausdrücken, er hat verstorben, auf ersten Tag Rosh Hashanah. Wieder, wir vermuten von dieser Blutvergiftung, ja, und totale Kollaps von dem Körper. Und dann passiert etwas interessant, er kommt im Traum zum Rabbi Meshulam Kronimus. Rabbi Meshulam Kronimus war der Hauptrabbiner von Mainz. Er ist eine sehr bekannte Person. Tatsächlich, das in Mainz, das wurde eine Dynastie von Rabbinern Kronimus. Das ist ein Nachname. Und er hat unterrichtet diesen Text, weil die Leute hatten schon vergessen, ja, der Roshanah ist 2 Tage. Ja. Alles denken Sie, was es passiert. Wir vergessen die Dinge, richtig? Ich hatte mal einen Rechtsanwalt, der immer sagte, du sollst alles schreiben, die Leute vergessen die Dinge, das ist wichtig. Du sollst alles schreiben, alles schreiben, dann du erinnerst. Also, die Leute haben schon diese Geschichte ein bisschen angefangen zu vergessen. Und dann nach Rosh Hashanah, auf dritten Tag, er kommt im Traum nachts, hat wiederholt dieses Gebet und befiehlt, also nach seinem Tod, und befiehlt zum Rabbi Klonimus, dieses Gebet aufschreiben als Text und schicken zum jüdischen Gemeinde der Welt. So ist nach dem Buch, wo diese Geschichte entschieden. Und echt, er hat das Auge gewacht, geschrieben diesen Text und geschickt zum ganzen jüdischen Welt. Weil wieder diese drei Gemeinden, Knoblauchgemeinden, sie wurden die zentrale Gemeinde in der jüdischen Welt. Und von diesem Jahr, dieses Gebet wurde eingetragen drin in unsere Gebetsbücher. Okay? Nur ein Sternchen, die ganze Welt, was wir reden, dafür ist es nur Europa. Die Welt war nicht heutzutage Welt. Es war keine gute Verbindung zum anderen Teil der Welt. Also die babylonischen Juden,
Ja, wir reden über die zweite Jahrhundert, ja. Die Spanischen und so weiter, Marokkanischen und Perser, sie haben diese Technik nicht bekommen, nur die Europa. Also bis heute, dieser Text steht nur im aschkenasischen Ritus, in unserem europäischen Judenritus. Beim sephardischen Juden ist der Text sehr, sehr bekannt, sehr, sehr heilig, aber doch steht nicht als ein Gebet. Okay, jetzt wir gehen zu dem Text selbst. Okay? Okay, und dann wir lesen Folgendes. Okay, das ist Übersetzung vom Englischen. Vom Englischen Version, weil auf Deutsch gibt es nichts. Lass uns die Macht, die Heiligkeit dieses Tages Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es ist zwei kalendarische Tage, aber kann man, so auch Talmud definiert, kann man diese zwei Tage als eine lange Tag verstehen. Und so ist genau die talmudische Definition, eine lange Tag. Okay, eines neues Jahr. Also lass uns über dieses Tages erzählen, denn sie ist mächtig und erschreckend. Warum erschreckend? Was soll man fürchten? Was sagen Sie? Das Gericht. Das Gericht, genau. Also er meint, und das ist genau steht im Debücher, er meint, der Autor, Rabbi Amnon, die berühmte Geschichte, die steht im Talmud, dass am Rosh Hashanah es wurden drei Bücher geöffnet. Kennen Sie diese Midrash? Das Buch des Lebens, das Buch des Todes und was ist das dritte Buch? Der Unentschiedenen. Unentschiedene Buch, genau. Wie im Fußball. Und dann kommt und erklärt Talmud, die guten Leute, die Gerechten, Tzaddikim, wurden gleichzeitig zum Leben auf diesem Gericht verurteilt und angeschrieben, angetragen drin. Die bösen Leute, Bösewichtige, die Verbrechen, nicht im kriminellen Sinn, vielleicht auch, wurden zum Todes verurteilen. Und wir sind die alle normale sozusagen Leute, mittlere Leute, wir sind, was passiert mit uns? Wird dann entschieden. Unentschieden, wir sind dann getragen zum diese Unentschieden Buch. Ja? Bis wann? Bis Yom Kippur. Genauso, genauso. Okay. Und dann bis Simchat Torah, dann bis es wird immer verlängert. Wir sehen weiter, wir sehen weiter. Moment, ja. Die Frage, bis wann? Also mächtig und erschreckend, diesen Tag. An ihm wird dein Königtum erhöht werden. Also, wir haben gesagt schon, dass auf diese jüdische Feiertage die erste Wort, statistisch, die treffen wir in alle jüdischen Bücher, heißt König. Ja? Der Gott ist ein König. Das ist ein zentrales Thema von diesen Tagen. Also dein Königtum erhöht werden, dein Thron wird mit Güte gefestigt werden und du wirst in Wahrheit darauf sitzen. In Wahrheit. Es ist wahr, dass du allein derjenige bist, der richtet, prüft, weist und bezeugt, der schreibt, siegelt, der zählt und rechnet. Acht Aktivitäten, passen Sie auf. Wir sind immer und unser bürgerliches Leben, unsere juristischen Systeme, was machen wir? Wir verteilen diejenigen, ja? Gibt es eine Staatsanwalt, ja? Und gibt es also eine Attackierende sozusagen, ja? Und gibt es eine Verteidiger?
einen Rechtsanwalt, ja, und gibst ein Gericht in unterschiedlichen Formen unterschiedliche Länder. Und dort sitzen die Sekretären, ja, die auf Computer schreiben, was ist passiert im Gerichtssaal, oder? Und dann es wird entschieden, zum Beispiel in Deutschland sagen, okay, wir haben alles gehört und Sie bekommen per Post einen Bescheid nach so einer Zeit, ja. Also es ist nicht gleichzeitig. Das ist nicht die Bild von Rabbi Amnon. Du bist allein dem Gott, ja. Du machst alles. Du bist ein Richter, also eine Attackierende, ja. Nein. Richter ist derjenige, der Bescheid gibt, oder? Aber auf Hebräisch schauen wir mal, was es steht. Einen Moment. Atau Dayan, du bist der Richter. Du bist der Richter. Du bist der Richter. Prüft, also das ist die, was, Zeuge? Die unterschiedliche Zeuge wird angeladen, ja? Du bringst die Prüfungen. Aber du auch weißt, was ist die Wahrheit. Also die ganze Prozedur ist für die Menschen. Ja? Die Richter weiß schon, was es passiert. In unseren Systemen, wir müssen nachgewiesen, die Fakten, oder? Und das ist berühmt, dass die schlaue und smarte Verbrechen können irgendwie vielleicht von ganzem oder von teilweise Schuld rausgehen, ja? Zum Beispiel, was damalige Israels Ministerpräsident Olmert, er hat schon von dem Gefängnis im Frei schon, er hat gesessen im Gefängnis, ja, auf Stich. Geld, ja. Er wurde beschimpft mit einem schwarzen Geld über 1 Million Shekel. Über 1 Million Dollar. 1,5 Million Dollar. Okay. Das wurde nachgewiesen, 400.000. Faktisch, ja. Er hat die Umschlagbriefe mit Cash, mit Banknoten bekommen. Und er sagte, er wusste nicht. Okay, wusste nicht. Das wurde nachgewiesen, er wusste. Okay, also das ist genau die Realität, dass wir müssen nachweisen. Ja? Also das ist nicht das Bild von dem Gott. Also du weißt alles und bezeugt. Das ist natürlich die größte anpassende zu unserem juristischen Bild. Ja? Die Zeugen, die sind ganz andere Leute. Ja? Der schreibt, du schreibst auch dem Urteil und siegelt, bestätigt. Also im amerikanischen System, wenn es geht um die schweren Vorwürfe, Körperverletzung, Mord und so weiter, dann gibt es eine Jury, ja, die ein Gremium, die entschieden über die prinzipielle Fakt, ja oder nein, schuldig oder nicht. Und dann der Richter nach diesem großen Bescheid, wenn es ist schuldig, dann was ist die präzise genaue Strafe ist. Ja? Also das ist Siegelt. Also das ist die Richter nach dieser großen Jury. Also der zählt und rechnet. Im Kurz zu sagen, die Gott, du, die König, du spielst alle Rolle. Ja, alle ganze Spiel von diesem Gericht. Nur, wir sind die Menschen. Wir kommen zum diesem Gericht und wir bekommen, was wir bekommen. Okay, jetzt gehen wir weiter. Du wirst dich in alles erinnern, was vergessen wurde. Kennen Sie diesen Satz? Sehr, sehr wichtiger Satz.
Midrash formuliert das in sehr interessante Wege. Das, was Mensch, es geht über die Sünde, ja, über die geistliche Verwirrung. Es kann sein auch tatsächliche Verwirrung. Was erinnert Mensch über sich selbst? Was hat er gesündet? Da, dass diese Taten Gott kann verzeihen und vergessen. Aber was der Mensch vergisst, der Gott erinnert. Die Beispiel von dieser Idee bringt Talmud, wissen Sie von wem? Von König David. König David hatte sehr problematische Geschichte mit Bathsheba, ja, seine Frau. Am Ende der Geschichte, der war verheiratet mit anderen Menschen, ja, seine General Uriah Hittit. Okay, viele Leute beschimpfen, dass König David hat mit verheiratete Frau geschlafen, Frau und so weiter. Das ist falsch, das ist nicht richtig nicht, aber doch, die Geschichte ist sehr, sehr, sehr problematisch. Ich sage euch, dass die Geschichte ist die schwierigste Geschichte zum Verständnis im ganzen Heiligen Schrift, im ganzen jüdischen Bibel. Und viele, viele Leute, sehr, sehr besonders geht in evangelische Kirche, die geht in akademische Forschungsmodell zu dieser Geschichte. Sie machen viele, viele Fehler, ja, und richten die König David von unserem Verständnis, von unserer Realität. Im Kurz, König David hat nicht mit verheirateter Frau geschlafen, sie wurden schon getrennt. Aber doch, es sieht aus nicht gut. Und deswegen, König David hat erinnert diese Geschichte, seine eigene Sünde, ganze Leben, bis seinem Tod. Es steht direkt im Psalmen, dass er hat geweint jedes Tag über diese Geschichte. Geweint, bis sein Glas war voll mit seinen Tränen. Das ist ein Zitat. Okay? Also nach dieser Aussage, der König David hat das erinnert und die Gott hat dementsprechend hat verzeihen. Die Frage ist, warum? Die große Frage, was war die Sünde? Das muss man lernen, das machen wir nicht. Wir müssen erstens die Ekklesiastes beenden. Aber dass die Idee, dass die Leute sollen erinnern, was haben sie getan. Besonders etwa falsch. Ich habe jetzt gesprochen mit unserer Frau, die hat geflüchtet von Russland wegen dem Krieg. Also, und sie sagt, sie erinnert eigene Sünde von 9 Jahre alt. Das ist unglaublich. Unsere Weisen von Talmud, sie haben reingeschrieben, eigene Sünden, weil wir vergessen. Wir vergessen, es ist sehr, sehr menschliche Eigenschaften, vergessen etwa, ja. Und gibt es die Leute, die erinnern. Also eine junge Frau erinnert sich genau die falschen Taten von 9 Jahre alt. Okay, weiter. Du wirst dem Gott das Buch der Erinnerungen aufschlagen. Was ist das Buch der Erinnerungen? Es ist noch vierte Buch. Passen Sie auf. Im Heiligen Schriften gibt es Hinweise über die unterschiedlichen Bücher, die existieren sind auf dem Himmel. Kennen Sie einige? Es steht im Torah zum Beispiel, gibt es die Buch, die Gottes der Kriege. Sefer HaMelech HaShem, ein Buch für Gottes der Kriege. Also andere Sprache, gibt es die menschliche Kriege, gibt es die Gottes der Kriege. Gibt es ein Buch für Gottes der Sprichworte? Es steht auch direkt in Torah. Und so weiter und so fort. Also,
Gibt es unterschiedliche Bücher, dass wir wissen nicht genau, was ist Inhalt für diese Bücher. Aber wir mindestens wissen die Titel von diesen Büchern. Buch der Erinnerungen. Okay. Es wird sich selbst lesen. Oh, ein Horrorfilm. Und der Unterschied eines jeden Menschen wird darin stehen. Also das ist die unsere Geschichte letztes Jahr. Okay, ein Punkt. Gibt es unterschiedliche chassidische Geschichten vom Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, auf die Gründe, die unterschiedliche neue Dinge, die zur Welt gekommen sind, zum Beispiel Cinema, Kino, Zug, Telegramm, Telefon und so weiter. Und gibt es viele, viele kurze und scharfe Sprichwörter über diese die Phänomene. Wie Leute sollen das wahrnehmen? Ja? Zum Beispiel, die Chassiden fragen seine Rabbiner, seine Rebbe, eigene Rebbe. Es steht, das muss man lernen von jedem Ding der Welt. Ja? Was lernen wir von dem Cinema, vom Kino? Damals war schwarz-weiß, ohne Ton, ja, aber doch, das war ein Kino. Und dann der Rebbe beantwortet: Wir lernen, so ist genau die nächste Welt. Der Mensch kommt nach seinem Tod und er wurde angezeigt, seine ganze eigene Leben. Okay, das ist die eine Idee. Ja? Also das eine Kino, Schlimm. es war kein Kino im Mittelalter. Ja? Also das ist die rabbinische Verständnis, die Phänomen, dieselbe Kino, hilft uns verstehen, was ist passiert. Da und da. Was lernen wir von einem Telegramm? Nicht vom Messenger-Telegramm, vom originellen Telegramm. Erinnern Sie euch noch? Ja. Telegramme. Erinnere euch, das sollte man per jede Wort bezahlen? Silbe, brauche ich pro Silbe musst du aber bezahlen. Ja klar, aber es nicht für eine Sendung, es per Wort. Gibt es viele Witze und Anekdote, dass die Leute sparen die Geld, das verkürzen mit einem Message. Natürlich, ja. Heute ist es nicht aktuell. Unsere Kinder verstehen, was ist lustig, nichts. Heute gibt es kein Telegramm. Ja? Aber von diesem Fakt, dass die Menschen bezahlen per Wort, die Chassiden fragen den Rebbe, was lernen wir von diesen Telegrammen? Und dann der Rebbe sagt, dass jedes Wort zählt ist. Ja? Jedes Wort wichtig ist. Ich denke, am Anfang, er wurde per Buchstabe sogar bezahlt. Ganz, ganz am Anfang, weil es war teuer. Und so weiter und so fort. Ja? Also und das ist genau Unterschied jedes Menschen darin stehen. Also das ist genau was, wie kann man das vorzustellen, dass die Realität von Gott und Menschen und Treffen zwischen diesen zwei. Es ist ganz, ganz unklar. Und jede Religion, jeder Glauben, jede Ideologie, jede Systeme hat seine eigene Verständnis zum diesem Treffen. Oder überhaupt gibt es keinen Gott und kein Treffen und gar nichts. Ja? Und das große Schofar wird ertönen und eine stille, dünne Stimme wird zu hören sein. Was ist Schofar, kennen Sie euch, oder? Okay. Also, große Schofar, es ist auch groß nach dem Maßstab. Die große Schofar, das ist eine Erlösung. Das ist eine Messias. Das ist eine Idee. Und deswegen, wir sagen im täglichen Gebet dreimal, dass du sollst, liebe Gott, auf große Schofar blasen. Dann ist es eine Erlösung. Gibt es eine, im Gegenteil, kleine Schofar?
Und Rabbiner Kook, nach kabbalistischen Büchern, hat geschrieben, gibt es auch eine mittlerweile Schofar. Zum Beispiel, wie Rabbiner Kook hat erzählen, die zionistische Bewegung. Muss man verstehen, die zionistische Bewegung, die klassische zionistische Bewegung, das war eine säkuläre Bewegung, nicht religiöse. Die Leute, die haben die Tora und Gebote und jüdisch-religiöses Leben entlassen von sich selbst, befreien. Okay? Und dann, Rabbiner Kook schreibt zum Beispiel, das ist die kleine Schofar, das ist Theodor Herzl und seine Bewegung, dass sie fliehen von antisemitischem Europa. Wir reden über die Dreyfus-Gericht, ja, Ende 19. Jahrhundert, ja, die Pogromen im zarischen Russland, in Odessa, Charkow und so weiter, ja, 1881, 1882, ja. Also das ist die kleine Schofar, dass eine Stadt Israel, jüdische Stadt, als eine Bombshelter, als eine Sicherraum, ja, das ist die kleine Schofar. Was ist die mittlerweile Schofar? Die mittlerweile Schofar, dass die Juden wollen sich zusammen haben und eine jüdische Stadt haben, genau wie die Deutsche, Franzose, Engländer und so weiter, ja. Also das ist schon besser, ja, als eine Niveau höher. Ja, also die Leute nicht laufen von etwa, sondern laufen zum etwa. Ja? Nicht, die Motivation ist nicht negativ, sondern etwa positiv. Okay? Verstehen wir, dass es etwa besser oder? Also ein Projekt, eine neue Stadt gründen. Und was ist die große Schofar nach diesem Werk von Rabbiner Kook? Das ist eine ideale Stadt. Eine jüdische Stadt, die wird eine ideale Stadt mit Tempel, wo kann man dem Gott, Gottes der Existenz, Gottes der Präsenz im Tempelberg treffen. Das ist die große Schofar. Okay, also das ist natürlich unterschiedliche Ziele von den drei, oder? Und deswegen. Ich habe euch mal erzählt über das israelische politische System und unterschiedliche Parteien. Und das bis heute, wir sehen diese drei Ideen im heutzutage israelische politische und ideologisches Leben. Ja? Aber muss man verstehen, dass die große Schofar, das ist wirklich das ist Maximum. Das ist etwa nah zum Ideal. Okay? Und dann eine stille, dünne Stimme. Welche Stimme es ist? Zu wem gehört? Und das große Schafar wird ertönen und eine stille, dünne Stimme wird zu hören sein. Wer ist der Herr für diese Stimme? Was sagen Sie? Das ist Gott. Das ist Gottes Stimme. Es ist interessant, wie Gott immer spricht ruhig. Muss man nicht schreien. Das auch lernen wir von Gott. Kennen Sie die Geschichte mit Eliyahu, Eliyahu der Prophet? Gott, genau die Worte, das ist eine Zitat von dieser Geschichte. Die Gott spricht mit Eliyahu eine stille, dünne Stimme. Eine ruhige Stimme, kein Schreien. Ja? So muss man reden. Es ist manchmal schwer. Okay. Und die Engel werden in Aufruhr sein. Ein Zittern und Schrecken wird sie ergreifen. Also auch die Engel haben Schrecken und Angst von diesem Tag. Also die ganze Welt ist unter dem Gericht, nicht nur unsere, nur menschliche Welt, auch die
höchst und der oberen Welte. Und sie, die Engel, werden sagen: Siehe, es ist der Tag des Gerichts, des Gottes des Gerichts, um die himmlische Herrscher zum Gericht zu versammeln. Denn auch sie sind nicht schuldlos in deinem Augen im Gericht. Also, wie sagen nach der christlichen Prägung, dass Engel ist es etwa perfekt, ja, etwa unmenschlich. Das ist nicht die jüdische Vorstellung. Auch die Engel sind nicht schuldlos. Kennen Sie die Beispiele von Heiligen Geschichten? Wo sind Engel nicht genau perfekt, mindestens? Es gibt. Ich dachte immer, Engel sind Diener Gott, also Diener Gottes, die nur das tun, was Gott sagt. Also so Ja, im Sinne das von ist richtig. Funktionen Gottes ohne eigenen Willen. Also so habe ich das. Das ist richtig. Und doch, im Heiligen Schriften stehen unterschiedliche Geschichten über die Engel, die auch haben Sünden geübt. Wie paradoxal klingt das ist. Okay, dann gehen wir weiter. Gehen wir weiter zum nächsten Absatz. Nächster Absatz. Okay. Okay. Wie eine Hirte, der seine Herde weidet. Okay, jetzt wir kommen zum Parallele mit Hirtenwelt. Es ist eine ferne Welt von uns, oder? Manche leben in Städten. Auch wer wie Eva lebt im Dorf. Was machen sie? Landwirtschaft? Vermutlich nicht. Und wenn Nein, wir hatten früher, wie wir hier gebaut haben, war eine Schafweide direkt vor dem Fenster hier. ja, Waren Schafen. aber muss man verstehen, dass damals in alte Welt könnte man hatten eine Kuh oder zwei Kühe, ja, und dann kann man leben von diese zwei, ja. Heute es ist kaum existiert, es ist zu kompliziert. Wenn es ist schon die Hirtenwelt, dann ist es Hunderte und Tausende. Ich habe euch erzählt, dass wir produzieren viele koschere Lebensmittel in Deutschland und in Europa überhaupt, nach Israel und auch nach Amerika, nach Großbritannien. Ich kann euch mitteilen, dass wir sind heute, es ist unglaubliche Größe, auch für diese Welt. Verstehen Sie, wenn wir gehen zum Milchhof, wo sind drei, fünf, 6.000 Kühen sind. Verstehen Sie, wie riesig solche Fabrik sozusagen? Es war nie in menschlicher Existenz. Wir haben in China Milchhöfe mit 10.000 Kühen. Ich kenne einen Milchhof in Deutschland auf polnischer Grenze, 6.000 Kühe. Das ist unglaublich. Nicht 6.000. Sie produzieren täglich, jeden Tag fast ein bisschen weniger von 100.000 Liter Milch pro Tag. Also, was ich will sagen, es ist eine ganz andere Welt. Aber das ist die Welt vom 12. Jahrhundert und das ist die manche Welt bis was, Anfang 20. Jahrhundert. Die Menschen, Leute, wurden nicht Stadtbürger. Sie waren Landwirtschaftler, ja, und die über 90% der Menschen der Welt haben sich in Dörfern gelebt. Und das passen Sie auf über diese Parallele.
wie eine Hirte, die seine Herde weidet und die Schafe unter seinem Stab hindurchgehen lässt, so wirst du, es soll eine große Du sein, die Seelen, alle Lebenden, nicht nur die Menschen, alle Lebenden vorbeiziehen lassen, zählen, berechnen und berücksichtigen, und du, große Du, wirst die Schicksale aller deine Geschöpfe aufteilen und ihr Urteil einschreiben. Also die Hirte ist Gott und die Schafe sind, wir sind die Menschen. Aber nicht nur die Menschen, auch die ganze Welt. Also die Kühen, die pflanzliche Welt, die ganze Welt. Und jetzt kommt die zentrale Absatz von diesem Gebet. Am Rosh Hashanah wird eingeschrieben und am Yom Kippur versiegelt werden, wie viele von der Erde, okay, jetzt es geht um die Menschen spezifisch, über die Leute, über die uns, wie viele von der Erde vergehen und wie viele erschaffen werden. Wer lebt und wer sterben wird. Wer zu seiner Zeit und wer vor seiner Zeit sterben wird. Nach dem Heiligen Schrift, nach dem Torah, vor seiner Zeit sterben, es ist eine Strafe. Okay? So sollte nicht passieren sein. Der Mensch soll sein ganz völliges Leben leben. Wer durch Wasser sterben und wer durch Feuer, wer durch Schwert und wer durch Tier, wer durch Hunger und wer durch Durst, die Wüste, wer durch Aufruhr und wer durch Pest, wer durch Erwürgen und wer durch Steinigung. Okay, jetzt kommt um vier Todesstrafe, die existieren im Judentum, nicht heute. Im klassischen Judentum, damals, 2000 Jahre vor. Heute gibt es im Judentum keine tödliche Strafe. Okay, wer wird ruhen und wer wird umkehren? Wer wird in Ruhe leben und wer wird gequält werden? Wer wird sich in Ruhe erfreuen und wer wird bedrängt werden? Wer wird verarmen und wer wird bereichert werden? Wissen Sie, was Talmud sagt über diese Verarmen und Bereichen? Gibt es viele Midrashim, viele Geschichten, dass die Römer, besonders die römische Frau, die Frau von Senatoren, also 2000 Jahre vor, am Ende des ersten Jahrhunderts, ja, also genau nach dem Christentum erschienen, sie haben einen langen Dialog mit jüdischen Weisen. Und viele Frauen wurden interessieren im Judentum und viele theologische Fragen gefragt. Die berühmteste Frage ist, was Gott macht nach der Weltschaffung? Was macht er? Hat zum Rente gegangen, hat zum Football sehen gegangen. Was macht er? Und dann gibt es unterschiedliche Antworten. Und eine Antwort, Sie werden jetzt mögen und lieben, was macht dem Gott nach 7 Tagen die Weltschaffung? Rabbi Joshua sagt, der Gott ist beschäftigt, um Reichtum von anderen Menschen zum anderen übertragen. Das ist eine Antwort. Also, und genau die Gelder im Talmud, sie heißen Susim, vom aramäischen Wort Lasus, bewegen sich. Also die Gelder, die Vermögen überhaupt, es bewegt sich, es ist nicht statisch. Es geht von anderen Personen zu einer zum anderen. Verstehen Sie die Idee? Und das ist genau, was die Gebet sagt. Wer wird verarmen? Also jemand, der war reich und verarmt. Und wer wird bereicht werden? Also er war arm und ganz umgekehrt. Es kann sein, dass es gäbe die gleiche Summe von einem zum anderen. Wir wissen nicht. Aber es kann passieren. Wer wird erniedrigt werden und wer wird erhöht werden? Metaphorisch, ja. Aber Ruhe, okay. Okay, und dann die zentrale Satz, die kann man in meinem Bild mit Glas und Rahmen beschlossen auf Wand hängen. Die ganze Gebet kommt zu dieser Phrase. Und wir sagen das laut.
die ganze Synagoge. Und das ist genau der zentrale Punkt von diesen 3 Tagen. Aber Reue, Gebet und Nächstenliebe mildern die Strenge des Erlasses. Was ist die Idee? Das ist Antideterminismus. In der deterministischen Welt, alles ist vorgeschrieben ist, die Gott spielt seine Rolle und wir haben keine freie Auswahl. Ja? Alles ist schon vorgesagt und vorgeschrieben ist. So könnte man denken, wegen diesem ganzen Text. Wer wird verarmen, wer bereicht werden und so weiter. Aber die Mensch hat die Kraft, seine schwere Urteil verändern. Durch 3, Reue, Rückkehr, Tshuva, Gebet und Nächstenliebe. Ja? Nächstenliebe nach Rabbi Akiva, nach dem Talmud, das ist die Kern, die zentrale, das zentrale Gebet vom ganzen Heilgeschäft. Alle anderen sind nur Kommentatoren zu dieser Idee. Okay? So ist nach Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ist der zentrale Weisen vom jüdischen Talmud. Okay, also dass diese, also Repentance, Prayer und Charity, Tzedakah. Okay, Nächstenliebe und Charity, Tzedakah ist es nicht die gleich, aber egal. Ja, also auf Hebräisch, es steht Charity, Tzedakah. Ja, wir verstehen vielmal, dass Tzedakah ist das Geld spenden. Es ist richtig, aber nicht völlig richtig. Die Charity, Tzedakah, erstens kommt vom hebräischen Wort Zedek, Gerechtigkeit. Also die Reiche verpflichtet sind, über die Arme besorgen. So ist nach der Talmud. Das ist genau die Quelle für Reichtum, über die andere besorgen. Aber vielmal, es geht nicht um dem Geld. Talmud sagt sogar eine gute Worte. Ja, jemand trösten. Ja? Also wir kennen die Realität, dass die Leute sammeln die Dinge, zum Beispiel die Leute spenden unnötige Kleidungen, ja, kostenlos spenden. Das ist klassische Tzedakah, Hilfe zum Nächsten. Ja? Nicht unbedingt Geld. Was ich brauche nicht, schon nicht mehr, aber die anderen vielleicht ja. Okay? Also, und das ist genau durch diese Spende, durch diese Sorge über die meine Nächste, können wir unsere Jahr verbessern. Also im radikalen Fall sich vom Tod retten. Also das ist wieder. Gibt es noch einen kleinen Absatz nach diesem Satz, aber schon zu spät. Das ist der Text. Und Ende der Text, er ist die letzte Satz, er ist der wichtigste. Also wir sind trotzdem alle, was passiert in unserer Welt. Wir haben Auswahl und wir können unseres Leben, unseres Jahr, unser Schicksal verbessern und sehr, sehr viel verbessern. Verändern zum Gut. Also das ist sehr optimistischer Ausblick der Judentum auf unser Leben, auf unser nächstes Jahr. Es ist überhaupt nicht pessimistisch. Kann man denken pessimistisch? Er bezeichnet viele, viele Todesarten. Ja? Wie kann man sterben? Vom Wasser, vom Hunger, vom Schwert, das ist alles richtig. Kann passieren. Aber doch, trotzdem seine schwierige Geschichte, besonders, er hat gestorben nach diesem Text. Doch, es ist eine milde Optimismus, die herrscht bei uns. Okay? Das wollte ich erzählen heute über dieses Gebet.
Okay, das ist eine, nicht nur eine Geschichte, es ist bekannt seine Geschichte, natürlich. Er gilt Rabbi Amnon als eine heilige Figur, die hat nicht konvertieren zum Christentum und hat sterben auf diese Gründe. Aber doch dieser Blick, wie kann man schauen auf unsere Welt und doch überleben. Und sogar gut überleben und verbessern unser Schicksal, das ist, was macht diesen Text kritisch. Es ist nicht nur erzählt, über die Gott groß ist, er ist. Nicht erzählt, wir sind, wie klein wir sind klein. Es gibt viele andere Texte in unseren Gebeten, die reden über diese zwei Themen. Die Gott ist groß und wir sind klein. Aber hier gibt es eine Methode, es ist ein Patent, eine Idee. Wie kann man Leben verbessern und verändern? Ich immer sage euch, das Judentum ist ein Lebensstil zu tun etwa. Reden ist gut, beten ist gut, aber machen, schaffen, es ist noch besser. Ja? Wir sind sehr, sehr praktisch, sehr, sehr pragmatisch. Ja, muss man tun. Ja, also Reue, bereuen sich, kann man verstehen, es ist nur drin, in sich. Es ist nicht genau richtig. Muss man die Gesetze, gibt es die, Maimonides hat geschrieben, ein Kapitel, die Gesetze von Bereuung. Wir sehen, gibt es dort viel, viel zu tun. Gebet, okay, es ist ein bisschen aktiv, ein bisschen passiv. Aber Nächstenliebe, Charity, Tzedaka, das ist zu tun. 100%. 100% zu tun. Es ist etwas sehr, sehr aktiv. Wir sollen aktiv in unserer Welt sein. Unsere Gemeinde, Sie kennen diese Gemeinde, dass ich reise einmal in Transkarpatien. Jemand heute hat telefonieren. Ich will eine Dinge für kleine Kinder bauen. Neben dem Synagoge, die Kinder beten nicht, sie sind Kinder und sie spielen, also ich baue etwas. Ich sagte, sehr gut, es ist sehr schön. Aber du machst das auch, nicht nur sagt. Und er macht es. Ja? Das ist genau die Idee. Nicht nur denken, nicht nur Aussage, aber wirklich schaffen das. Und er macht das. Und ich denke, noch einen Monat, er fertigt das. Und dann die Kinder können neben dieser Synagoge spielen, jeder mit anderen. Das ist genau die Idee. Ja? Genau die Idee, etwa neu tun, unsere Welt verbessern. Okay, das ist alles von mich heute, die Fragen. Ich habe eine Danke. kleine Frage. Bitte. Ich habe das nicht ganz richtig verstanden. Das sind schon zwei Teile von einem Gebet, richtig? Die wir heute übersetzen haben, mit übersetzen. Pure Teilung von englischer Wikipedia. Aber wie das nennt das Gebet? Und Netanja Tokov, die ersten zwei Worte. Okay. Und Ich habe schon Netanja das auch gegoogelt und habe nur die kurze Teil gefunden. Deswegen bin ich jetzt Es ist nicht umgekehrt. die ganze Übersetzung. Auch Alles klar. auf deutscher Wikipedia steht nur ein Absatz. Alles klar. Auf englischer Wikipedia steht es vier Absätze. Gibt es diese Gebete in Isidur oder Nein. nein? Ja, natürlich. Aber passen Sie auf. Es steht nur im Sidur für Neues Jahr, für Rosh Hashanah und Yom Kippur. Es ist nicht am tägigen Sidur. Alltägige Sidur Ah, ja, verstehe ich, ja. jeden Tag. Aber für diese drei Tage, zwei Tage Neues Jahr, Rosh Hashanah und ein Tag Yom Kippur, wir haben besondere Gebetsbücher, die heißen Machzor. Machzor ist eine Runde, ein Zyklus. Okay? Also, ich habe getragen, besonders, ja, das ist eine Rosh, okay, es ist ein Buch für diese drei Tage, das ist ein besonderes Gebetsbuch. Es kommt nur für diese drei Tage. In jeder Synagoge haben besondere Bücher nur für diese drei Tage. Ich war in diesem Jahr in Synagoge die beiden Tage von Rosh Hashanah und wir haben schon das seit 3 Stunden was gelesen. Einige Sachen habe ich, erinnere ich mich, ja, aber nicht alle. Der Name, das Gebet,
erinnere ich mich nie ganz richtig. Deswegen bin ich jetzt unsicher. Okay, alles klar. Ich gucke das nochmal. Es ist ein klassisch-jüdischer Text. Gibt es viele unterschiedliche Lieder, Melodien auf diesem Text. Ja, also es ist sehr, sehr, es ist einfach klassisches Werk, das jede Jude, auch säkuläre und nicht religiöse, die Leute mindestens kennen die Ideen, ja, ja, über diese drei Buschen, was passiert am neues Jahr, ja. Alles klar, ja. Einfach eine klassische Werk, klassischer Text, das gut zu wissen, meiner Meinung nach. Und was sollen wir machen als was müssen wir machen am Yom Kippur? Ich habe den letzten Unterricht auf Ach der so. Raststätte, ich habe geantwortet, Sie dürfen auch Zeichner Yom Kippur auch fasten, wenn Sie wollen. Normalerweise die Leute suchen, die entlassen sich vom Fasten. Ja, ich habe Krankheit da und dort. Das auch. Natürlich muss man nicht sterben. Ja, wenn jemand, ja, wenn Leute fragen mich, ich nehme Medikamenten. Nehme ich, sage natürlich, ich muss trinken mit Tabletten. Natürlich trinken Sie, keine Frage. Das ist keine Idee, sterben am Yom Kippur, ja. Also, wenn jemand, die weiß nicht was, Insulin oder macht man alles, ist keine Frage. Ja. Also das ist gut dann zu fasten für die, die das wollen. Wieder, die Fasten, es ist kein Ziel, es ist nur eine Ja, Methode. klar, ja. Es ist ein Und selbstständiges Ziel. Das heißt andere, das ist Diät, ja, Fasten. Gibt es unterschiedliche Diäten? Es ist nicht schlimm, es ist nicht mein Bereich. Aber dann, was ist dann wichtig an dem Tag? Wichtig an dem Tag, das ist das erste Wort und letzter Satz. Bereuen sich, Reue. Also nachdenken über sich und probieren etwas und verändern am nächsten Jahr. Das ist das Wichtigste. Normalerweise, die Leute sagen, okay, ich nehme eine Dinge, das ist schwach bei mir und ich probiere das zu verbessern nächstes Jahr. Das ist die Idee. Gut, alles klar. Danke. Ja, vielen Einfach zu herzlichen sagen, Dank. schwer zu führen. Also passen Sie auf. Gut, meine liebe Leute, dann wir sehen uns nach Yom Kippur. Also seien Sie gesund. Wenn jemand will fasten, darf er als Nochid. Wenn jemand kann nicht fasten, von gesundheitlichen Gründen, ist es auch im Ordnung. Gibt es unterschiedliche Patienten? Ich beantworte für die Leute, jemand, der hat eine Gastritis und was, gibt es die unterschiedliche Methoden. Sie müssen auf erster Linie sich nicht beschädigen. Ja, das ist die erste Linie. Kein Fanatismus, kein Radikalismus. Wir müssen leben und besser gut leben. Das ist die Idee. Okay? Also nicht auf eigene gesund, geistlich und körperlich gesund. Ja. Ich sage euch jetzt, heutzutage am Abend, eine sehr, sehr berühmte Rabbiner hat geschrieben, wenn die Frau, gibt es in Israel Leute, die sind einem Jahr nicht zu Hause, sind im Militär. Gibt die Leute jetzt schon ein Jahr Krieg. 240 Tage, es gibt einige Offiziere, hohe Offiziere, Kolonellen und mehr, die sind die ganzen Jahr nicht zu Hause. Und dann die Frau, Kinder, allein. Ja. Ich habe einen Freund in Berlin, von Berlin hat nach Gaza gegangen, 5 Monate nicht zu Hause, drei kleine Kinder. Es ist nicht einfach. Und dann, wenn die Frau sagt, ich habe keine Kraft mehr. Ich habe einfach keine Kraft. Ich bin kaputt. Und dann die Rabbiner sagt, diese Frau darf in gewissen Bedingungen trinken. Am Yom Kippur. Weil sie ist fast kaputt. Und nicht nur Wasser, sogar Kaffee. Das sind revolutionäre Bescheid, ja. Aber kann man nicht kaputt gegangen, ja. Das ist keine Idee. Ja.
Also allein, ohne Mann, mit kleinen Kindern. Also es ist keine Idee, sich zum kaputt bringen. Ganz umgekehrt. Okay? Also, und wir kennen heute, dass auch die geistlichen Störungen, sie sind Krankheiten. Das heute ist es bekannt, ja. Nicht nur böse Laune, es kann sein mehr. Also muss man aufpassen. Okay? Also nicht beschädigen sich. Ich bitte euch. Ja? Wenn Sie wollen sich bestrafen, das gibt es viele Ideen, wie kann man sich bestrafen. Ja? Kennen Sie das im Mittelalter? Die Leute wollten sich bestrafen. Ungern, die beim Islam, die Schiiten, sie schlagen sich. Sunniten nicht, aber Schiiten, sie schlagen sich bis Blut. Gibt es einen Tag. Das ist die Idee, bestrafen sich. Wir sind fertig mit dieser Bestrafung. Schon über 800 Jahre. Es war auch im Judentum mal, in Spanien, Mittelalter Spanien, nicht mehr. Die Bürger haben das entfernt. Wir bestrafen uns nicht. Das Leben, die Realität, die Kriege heutzutage bestraft uns gut genug, leider. Okay? Also nicht bestrafen sich. Ja? Es ist keine Idee, bestrafen sich. Okay. Gut, meine liebe Leute. Gute Nacht. Danke, das haben Sie Gute gewartet. Nacht. Ja, danke schön. Vielen Dank. Dankeschön. Immer unsere Leute. Wir haben viele, viele Leute im ganzen Europa und ich weiß, danach, nach dem Kippur und Sukkot, ich werde keine Zeit haben. Also nur jetzt, dass wir die Zeit die Leute besuchen. Deswegen, ich besuche die Leute, ich verstärke sie, unterstütze, beantworte zum Fragen. Also, wir treffen uns nächste Woche. Okay, danke schön, dass Sie so spät noch für uns Zeit gehabt haben. Doch, doch. Also wünsche euch ein gutes Jahr und wir sagen gutes Jahr und gute Eingetragung. Und wünsche des Lebens, Genuss, gesund und alles, was Sie wollen für sich selbst. Alles Danke. Gute. Dankeschön. Guten Abend. Ciao. Shalom. Bis. Hallo. Shalom.